42.000 Zuschauer, wovon der VfL Bochum träumt. Wattenscheid schafft es. Über 600.000 Mark Einnahme, Vereinsrekord. Und hier die beiden, die für die SG 09 Erfolg und Selbstvertrauen symbolisieren. Bongartz und sein Stürmer Sahne. Und hier jener Mann Frank Mill, der nach seiner Sperre Borussias Angriffsnot beenden sollte. Mittelmaß oder mehr. Für Dortmund war es so etwas wie ein Schlüsselspiel, entsprechend der Einsatz. Hier Poschner gegen Hartmann und die erste gelbe Karte nach 3 Minuten. Rummenigge wollte es zwar nicht wahrhaben, doch die Zeitlupe zeigt es völlig korrekt. Poschners Foul an Hartmann. Kampf war von Anfang an Trumpf. Spielerisches kam zu kurz. Zuweilen ging es arg rau zur Sache. Auch hier sehen wir die Wiederholung. Kuhns Aktion gegen Schulz. Auch hier gab es Gelb. Schiedsrichter Albrecht übrigens jener Mann, der in der hitzigen Betzenberg-Atmosphäre kürzlich Leverkusens Jorginho vom Platz stellt. Wattenscheid tat sich schwer gegen Dortmunds Abwehr. Dann gelingt es hier über den Flügel mal mit Emmerling. Poschner im eigenen Strafraum. Das sah dann arg nervös aus, doch Teddy de Beer machte den Fehler wieder wett. Mosers Ecke. Und dann Borussias Konter mit Frank Mill. Flemming Paulsen. Michael Zorc. Michael Lusch. Immerhin. Wattenscheid hat in dieser Saison schon einmal einen Ausflug ins Ruhrstadion gemacht. Da gab es ein 0:3 gegen Köln. Und jeder hoffte, dass dies kein schlechtes Omen sein sollte. 09, auch diesmal mit den drei Stürmern Sahne, Chor und Schiskale. Hier kommt Schiskale an den Ball nach Hartmanns Vorarbeit. Der Pfosten stand im Weg. Es ging zwar hin und her, aber das, was das Publikum erwartungsfroh erlebte, war alles andere als hinreißend. Dortmund bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Rummenigge, Lusch, im Stile einer Auswärtsmannschaft halt. Etwas vorsichtig, dann der Pass in die Tiefe. Frank Mill auf die Tribüne. Der hatte einen bemerkenswerten Einstand. Hier erkämpft er den Ball gegen Sievert. Und Dortmund bei einem der seltenen gefährlichen Angriffe. Breitzke auf Mill. Ecke. Poschner tritt sie. Mill verlängert. Michael Zorc mit dem Kopf. 0:1. Das Ganze in der 68. Minute. Die Russen-Fans natürlich froh. Und Kapitän Zorc hat sich bei diesem Treffer wehgetan. Ein hohes Wattenscheider, Bein war schuld. Die Wiederholung, Poschners Ecke, Mills Kopfball und dann Zorc zur Borussenführung. Der Zaun vor den Fans mit den Borussenfans inzwischen eingeknickt. Es gibt halt immer wieder Wirrköpfe, die sich nicht im Zaum halten. Wer geglaubt hatte, Dortmund könne den Vorsprung nun über die Zeit bringen, sah sich getäuscht. Nach einem Abwehrfehler gelang Frank Hartmann der Ausgleich, die Seltenheit. Hartmann gelang dieses Tor mit dem linken Fuß. Dortmunds Abwehr bekam den Ball nicht weg. Michael Schulz sieht einmal mehr dumm aus. Hartmanns Schuss mit links ins lange Eck. Teddy de Beer machtlos. Ein Ergebnis dieses 1:1, das die Lage im Revierfußball nicht ändert, die Situation in der Tabelle für die beiden auch nicht. Und Hannes Bongartz bekannte später, was ihn wirklich besorgt hatte.
Um noch nachzuschieben, glaube ich, bin ich sogar sehr froh, dass es beim 1-1 geblieben ist, weil ich habe immer so einen Blick nach rechts gehabt, wo der Zaun unten war. Denn ich weiß nicht, ob das alles noch so gut gegangen wäre, wenn plötzlich es 2-1 fällt für uns. Ich war froh, dass es dabei geblieben ist, weil heute habe ich erstmals Trainer Angst gehabt. Ich habe schon immer einen Blick zum Bunker für runter gehabt. Denn ich finde, das muss nicht sein, das war schon ein bisschen schlimm.